Das ist ein Stauber. Ja, es gibt nicht so viele und der ist ganz neu, der Stauber. Ist jetzt ein Jahr alt, oder, euer Stauber? Ein Jahr alt und auf Iveco Daily und die Besitzer, die werden wir gleich mal interviewen, denn das hier ist eine ganz spezielle Version mit einem Lift für Rollstühle und einer extra breiten Tür und allen drum und dran. Und wer Stauber ist und was die so alles machen, werden wir gleich mal erfahren. Also ich habe schon viel gelernt jetzt über Stauber. So, und das ist ein Rennkrankenfahrstuhl. Ein E-Rolli ist damit dabei. Da an der Mosel runter bist du. Auch hier in den Weinbergen kann ich damit fahren. Auch Steigungen. Ne? Genau, wenn du mir das mal gerade mal zeigst, weil das ist ja, also es ist eine sehr, sehr breite Tür schon mal, damit du auch durchpasst. Innen drin muss man natürlich darauf achten, du musst dich auch drehen können beim Rollstuhl. Ja, das war uns auch ganz wichtig, dass ich nicht nur vorwärts und rückwärts fahren kann. Das ist doof, oder? Ja, das ist ziemlich unpraktisch. Also die Tür, die baut die Firma selber. Die bauen die selber, die Türen. Ja, ist auch eine ordentliche Tür, guck mal. Die ist eine Stange, ne? Die ist, glaube ich, weiß gar nicht, 80 breit, ne, oder 75 oder 80 breit ist die Tür. So, und die ist auch rollstuhlgerecht. Das heißt, wenn man unten drückt, geht auch oben auf. Ja. Machen wir es mal aus so. Ach, der fährt ebenerdig runter. Runter. Das sind wir ganz unten. Jetzt helfe ich meiner Freundin. Hier ist ein bisschen uneben wegen dem Gras. Okay. Und mal rein. So, jetzt kann sie bremsen. So, sie bremst, Bremse reingemacht. Ja, jetzt fahren wir sie mal hoch. Ach, du kannst denn ebenerdig reinfahren? Ja. Ihr könnt auch alleine, du musst jetzt, ist jetzt hier ein bisschen holprig alles, ne? Mhm. Das ist natürlich wieder Vorführeffekt. Normalerweise ist das hier so, dass sie zurückfährt und jetzt kann sie reinfahren. So, Vorsicht. Schwung geben, Moment. So. Und jetzt ist sie drin. Ja. Ja, jetzt ist die Frage, wie du jetzt reinkommst. Ich lasse es wieder runter und schnell den Reiter rein. Ich habe gedacht, du springst hoch oder so. Habe ich auch schon gemacht. Ach, da ist ein Fach. Guck mal da. Ja. Und das haben die alles auf Maß geplant für euch, gell? Ja, die Firma hat gefragt, wie breit der Rollstuhl ist, wie breit das sein muss. Und ob ich hätte auch eine elektrische Treppe haben können, aber das wollte ich nicht. Ach, da unten, da sind so Stifte drin. So. Da steht die jetzt drin und dann kannst du hochfahren. Also, auch reingehen. Ja, gerne. Geh ich mal rein. Den kompletten Film seht ihr auf dem YouTube-Kanal German Television. Abonniert den Kanal, um täglich mit den neuesten Wohnmobil- und Technik-Videos versorgt zu werden.